Deswegen sprechen wir gerne darüber mit Marlon Amoyal, Balkanexperte der Deutschen Welle. Hallo, Herr Amoyal. Guten Tag. Herr Amoyal, also auf dem Programm stand heute bei diesem Treffen der beiden Ministern, schreibt das Bundesverteidigungsministerium, die deutsch-bosnische Zusammenarbeit in Sachen Sicherheit, dann auch das Thema NATO, Bosnien will ja in die NATO und der EU-Beitritt. Welche Bedeutung hat dieses Treffen heute? Und der bosnische Verteidigungsminister ist hier in Deutschland sozusagen zum Gegenbesuch. Pistorius war in der Region in Bosnien-Herzegowina vor wenigen Monaten gewesen, im Frühling, und hat nochmal ganz deutlich gemacht, dass Deutschland ein wichtiger Partner für die Stabilität auf dem Balkan und für die Stabilität Bosnien-Herzegowinas ist. Bosnien ist so ein bisschen, wenn man auf die Westbalkanstaaten guckt, Westbalkan in a nutshell. Es gibt viele Herausforderungen, vor denen das Land steht. Die Stabilität, Reformen beispielsweise im Bereich von Rule of Law, also Rechtsstaatlichkeit, aber auch das Thema Brain Drain, also das Verlassen von jungen Menschen, die dem Land den Rücken zukehren. Und ich sag mal, im Kleinen, im Mosaik, die großen Konflikte, die sich sozusagen auch in Bosnien sehen, mit unterschiedlichsten Varietäten. Und da spielt Deutschland eine wichtige Rolle. Mhm. Auch die Rolle Deutschlands im Balkan ist sehr angesehen. Es gibt die Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina, die immer wieder auch versucht, Sezession zu betreiben und mit dem Mittel der Sezession auch in der politischen Debatte steht. Und hier ist Deutschland ein wichtiger Garant auch innerhalb der Partner, um zu sagen, an der gemeinschaftlichen Entwicklung dieses Landes muss ein Beitrag geleistet werden und dieses Land stabilisiert werden im Herzen dieser Region. Hätte ich dann nämlich auch noch gefragt, also schauen wir noch mal genau darauf, was fehlt Bosnien-Herzegowina noch zum EU-Beitritt und auch zu einem möglichen NATO-Beitritt? Nun, das Land ist sozusagen lange Zeit schon in diesem Prozess. Es gibt Gespräche mit Bosnien, die sehr genau und sehr zielstrebig seit 2018 mit dem Antrag des Landes begonnen worden sind. Seit letztem Jahr wird intensiv auch darüber gesprochen, dass man die verschiedenen Beitrittskriterien erfüllt. Aber ich hatte es am Anfang schon ein bisschen gesagt, es gibt viele Dinge, die aufgrund der Heterogenität dieses Landes nach wie vor dazu führen, dass man bei den Reformen einen großen Stau verzeichnet. Die Europäische Union, aber auch der Berliner Prozess, der gestern stattgefunden hat, 10-jähriges Jubiläum, hat nochmal klargemacht, alle Länder des westlichen Balkans, auch Bosnien-Herzegowina, haben eine Zukunft in der Europäischen Union. Aber in dem Land, 30 Jahre ist nächstes Jahr Dayton, der Vertrag von Dayton her, das Ende des Bosnienkrieges, ist das Land immer noch gespalten. Und das zeigt sich in der Tagespolitik, aber eben auch in der Hinwendung bei den Reformbemühungen, das Land auf Kurs zu bringen mit der Europäischen Union. Bei sicherheitspolitischen Fragen allerdings ist Bosnien auch aus einem Aspekt interessant. Neben Serbien gibt es in Bosnien eine große und gute Struktur von Waffenindustrie. Und gerade bei der Unterstützung der Ukraine ist die Munitionsproduktion beispielsweise in Bosnien ein wichtiger Faktor. Darum wird es sicherlich heute auch bei diesen Gesprächen gehen, die heute der deutsche Verteidigungsminister mit seinem bosnischen Amtskollegen führt. Es geht, meine Damen und Herren, noch nicht los in Berlin, der Pressetermin des deutschen Verteidigungsministers. Wir sind dort natürlich, sobald sich was tut. Aber dann gucken wir doch gerne noch mal auf ein weiteres Ministerinnen-Treffen heute. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die hat sich nämlich heute auch getroffen mit dem nordmazedonischen Außenminister. Also auch der ist sozusagen von gestern auf heute noch da geblieben, Timo Mutschunski. Und sie hat da die Unterstützung Deutschlands ganz klar noch mal zugesagt, auch für Nordmazedonien auf dem Weg zum EU-Beitritt. Im Berlin-Prozess habt ihr euch zum Ziel gesetzt, als westliche Balkanstaaten 17 Millionen Menschen im westlichen Balkan näher zusammenzubringen. Das ist jetzt vor allen Dingen in drei ganz konkreten Bereichen gelungen. Erstens bei der Wirtschaft. Nach 3 Jahren Blockade haben wir gemeinsam den Knoten beim Freihandelsabkommen CEFTA gelöst. Damit wird der Weg frei für konkrete Verbesserungen für die Menschen des westlichen Balkans, ganz konkret im täglichen Leben. Hürden werden eingerissen, die bisher den Kontakt der Menschen in der Region verstellten, sei es bei der Abschaffung des Geoblockings, also bei Internet und Streaming, oder mehr Transparenz von Portokosten. Das mag jetzt sehr klein und sehr technisch klingen, ist für die Realität der Menschen vor Ort aber ganz und gar nicht klein, weil es geht um ihren täglichen Alltag. Zusammen mit dem neuen Aktionsplan 2025
bis 2028 sind das konkrete Schritte zur Vertiefung des gemeinsamen regionalen Marktes. Zweitens im Bildungsbereich. Mit dem neuen Mobilitätsabkommen wird es für die Studierenden in der Region absehbar einfacher, in Nachbarländern zu studieren. Und drittens, politisch, mit der Erklärung zur guten Nachbarschaftsbeziehung und der regionalen Zusammenarbeit habt ihr euch als Länder des westlichen Balkans ganz klar dazu bekannt, noch enger zusammenzuwachsen. Wir haben heute darüber gesprochen, wie der weitere Weg aussieht, denn es ist auch klar, dass gerade die jungen Menschen sehr, sehr lange gewartet haben und dass sich das jetzt ändern muss. Dazu gehören noch offene Reformen, insbesondere in der Justiz und bei der Korruptionsbekämpfung. Gerade bei der Rechtsstaatlichkeit will deine Regierung, wie du mir... Oh, meine Damen und Herren, jetzt geht's los in Berlin. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius und der bosnische Verteidigungsminister Shukan Helles. Und auch wenn es dein Antrittsbesuch bei uns ist, das Treffen heute ist bereits unser zweites. Wir haben uns zuletzt im Februar getroffen, als ich selbst Bosnien und Herzegowina besuchen durfte. Du weißt, wie wichtig mir Sicherheit und Stabilität auf dem Westbalkan sind und wie wichtig deshalb auch unsere Gespräche sind und in Zukunft bleiben werden. Bevor wir auf die Details unserer heutigen Gespräche eingehen, will ich dir aber gerne mein Mitgefühl aussprechen. In Bosnien und Herzegowina hat es vor kurzem durch Überschwemmung und Erdrutsche bis jetzt zu 19 Toten geführt. 19 Menschen haben ihr Leben verloren. Es könnten mehr werden, danach sieht es aus. Viele werden noch vermisst. Das alles haben wir natürlich hier aus Deutschland heraus wahrgenommen und sind zutiefst betroffen und bestürzt. Und unser Mitgefühl ist bei den Angehörigen der Opfer. Ich weiß und habe das gesehen, dass ihr mit der Bewältigung der Lage und den Folgen der Überschwemmungen gut vorankommt, dass eure Streitkräfte dabei eine wichtige Rolle gespielt haben und gezeigt haben, wozu sie in der Lage sind. Und auch die EU konnte mit EUFOR etwas helfen, die Lage in den Griff zu bekommen. Wir stehen an eurer Seite und wünschen euch weiter viel Kraft. Zur euroatlantischen Integration. Lieber Shukan, um es deutlich zu sagen, Bosnien ist Teil der europäischen Familie. Im März dieses Jahres hat sich der Europäische Rat für die konditionierte Aufnahme von Beitrittsverhandlungen entschieden. Und ich weiß, dass die dafür erforderlichen wichtigen Reformprozesse ein Kraftakt sind. Aber wir beide wissen auch, es lohnt sich. Der Weg Bosniens in die Europäische Union und perspektivisch dann eben möglicherweise auch in die NATO liegt mir sehr am Herzen. Denn Bosnien ist für uns ein wichtiger Partner auf dem Westbalkan. Und ja, wir sehen die angespannte Sicherheitslage. Wir sehen und sehen das mit Sorge, wie Russland weiter versucht, den Westbalkan durch seine Maßnahmen vor Ort zu destabilisieren. Russland versucht, Europa mit hybriden Angriffen zu schwächen und auseinanderzutreiben. Und dazu zählen nicht zuletzt und auch bei euch Desinformationskampagnen. Ihr kennt das. Ihr kennt diese Herausforderung unmittelbar vor Ort aus eigener täglicher Anschauung nur allzu gut. Letztlich lernen wir alle daraus, dass wir resilient sein müssen in Europa. Alle gemeinsam, alle uns abfinden und arrangieren müssen und darauf vorbereiten müssen, dass es eine neue Bedrohungslage gibt. Und auch die territoriale Integrität Bosniens wird von spalterischen Tendenzen immer wieder in Frage gestellt. Die Sicherheit und die Stabilität auf dem Westbalkan sind am Ende, das habe ich auch auf meiner Reise Anfang des Jahres sehr deutlich unterstrichen, sind letztlich und nicht erst in unseren Tagen immer schon eine ganz entscheidende Frage auch für die Sicherheit und die Stabilität von Europa insgesamt. Und dabei wollen wir, dass diese Stabilität und diese Sicherheit gewährleistet bleibt, wollen wir euch, wollen wir dich gerne auch in Zukunft unterstützen. Und wir machen das. Wir stärken die gesamtstaatlichen Strukturen in deinem Land. Wir stärken die bosnischen Streitkräfte. Ganz konkret, alleine 2023 haben wir 4,9 Millionen Euro für Infrastrukturmaßnahmen, Ausrüstung und Ausstattung beigesteuert. Und auch dieses Jahr haben wir insgesamt 7 Millionen Euro für gemeinsame Projekte eingeplant. Seit letztem Jahr
haben wir 27 Infrastrukturprojekte umgesetzt. Und wir helfen beim Aufbau von Expertise, von der Kampfmittelabwehr über Artillerie bis hin zur Logistik. Zu EUFOR Althea haben wir gesprochen. Wir sind mit unseren Soldatinnen und Soldaten präsent. Wir tragen zu einem sicheren Umfeld bei mit 35 Soldatinnen und Soldaten. Und das Bundestagsmandat wurde gerade verlängert um 12 Monate. Und wir haben ab kommenden Jahr die schnelle Eingreiftruppe der EU. Nach meinem Besuch hier habe ich mit vielen unserer Partner in der Europäischen Union gesprochen, nämlich genau darüber, dass wir als Deutschland 2025 mit einer EU Battle Group einen Kern dieser Rapid Deployment Capacity stellen. Sie ist ein neues und effektives Instrument der Europäischen Union, um in Krisensituationen in unserer Nachbarschaft schnell und eigenständig reagieren zu können. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass wir uns auf das Einsatzszenario Westbalkan optimal vorbereiten. Viele andere europäische Partner sind dabei bereits an Bord. Und ich will zum Stichwort Ukraine etwas sagen. Ich weiß, wir können auf euch zählen. Das zeigt eure immer stets eindeutige Haltung beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in der UNO und anderswo. Danke für diese wichtige, klare Positionierung, für die klare Verurteilung dieses völkerrechtswidrigen und brutalen Krieg Russlands. Lieber Sukan, dass wir heute hier gemeinsam stehen, ist ein starkes Zeichen unserer Partnerschaft und Geschlossenheit. Es geht darum, mit unseren Partnern gemeinsam Frieden und Sicherheit zu sichern. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. Zahvaljujem kolegi, ministru odbrane Savezne Republike Nemačke. Dem Kollegen Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland, Pistorius, für den Empfang, liebe Medienvertreter, ich möchte mich bedanken für die Einladung. Es freut mich sehr, dass der Verteidigungsminister eines so starken wirtschaftlichen europäischen Macht uns diese Einladung halt zukommen lassen hat, dass wir darüber sprechen konnten. Das ist nun das zweite Mal in diesem Jahr. Wir hatten im Februar ein Treffen in Bosnien-Herzegowina und nun die Fortführung dieser Gespräche, die wir in Bosnien-Herzegowina aufgenommen hatten. Ich habe mich bei dem Treffen, bei dem Gespräch bedankt für die Unterstützung, die wir seitens Deutschlands erfahren seit dem Krieg. Deutschland hat die größte Anzahl von Flüchtlingen aus Bosnien-Herzegowina aufgenommen. Jetzt lebt bereits die dritte Generation junger Menschen, die in Deutschland lebt, fest integriert ist in die deutsche Gesellschaft. Noch immer sind sie verbunden mit Bosnien-Herzegowina, auch mit den Eltern. Noch einmal ganz herzlichen Dank dafür. Wir haben zudem gesprochen über die aktuelle Hilfe, die die Bundesrepublik Deutschland Bosnien-Herzegowina zukommen lässt. In den letzten 3 Jahren waren das 15 Millionen Euro. Diese Mittel fließen ein in den Wiederaufbau einstiger Kasernen. Es werden bessere Unterkünfte gebaut für die Angehörigen der Streitkräfte von Bosnien-Herzegowina. Wir haben auch über die Europäische Union gesprochen in Bezug auf den Luftschutz. Das ist ein Projekt, das künftig als Projekt der Europäischen Union umgesetzt werden soll, bei dem auch Deutschland beteiligt ist als Mitgliedsland. Ich habe mich auch bedankt für die Unterstützung, die wir erfahren haben für die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen. Wir haben den Verhandlungsstatus also bekommen. Das ist sehr wichtig für uns, aber auch eben auf unserem Weg in die Europäische Union. Bei der Gelegenheit haben wir auch festgestellt, dass es gewisse Blockaden gibt aus der kleineren Entität von Bosnien-Herzegowina, Republika Srpska, aufgrund des russischen Einflusses über Milorad Dodik, der spürbar ist in den Institutionen, in erster Linie im Ministerrat, aber auch in beiden Kammern des bosnisch-herzegowinischen Parlaments. Dort wird ständig durch Blockade werden
Verfahren behindert. Der russische Einfluss weitet sich aber auch in anderen Teilen des Westbalkans aus. Das, was besonders wichtig ist, dass wir festgestellt haben, dass die NATO-Integration und die Integration in die Europäische Union einfach alternativlos sind für Bosnien-Herzegowina. Das Schlüsselziel für Bosnien-Herzegowina in der Außenpolitik ist die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Natürlich müssen wir die Voraussetzungen dafür erfüllen. Und es ist außer Frage, das, was der deutsche Verteidigungsminister gesagt hat. Wir sind Teil der europäischen Familie. Unsere jungen Leute, die Bosnien-Herzegowina verlassen, um ein besseres Leben zu haben, wenden sich nach Westeuropa, nach Deutschland, Österreich. Sie gehen nicht nach Russland oder in den Iran oder in irgendeinen anderen Staat. Zudem möchte ich betonen, dass ich vor zwei Tage bevor ich abgereist bin nach Deutschland, in Srebrenica war. Die Mütter von Srebrenica haben sich bedankt bei der Bundesrepublik Deutschland für die gesamte Hilfe, die sie erfahren haben, in erster Linie bei der Justiz, bei der Unterstützung für die Verabschiedung einer Resolution in den Vereinten Nationen und auch bei den Verurteilungen, die es hier vor deutschen Gerichten gab. 4 von 5 haben entschieden, dass es Genozid war. Und es waren deutsche Richter auch im Haager Kriegsverbrechertribunal. Und die Mütter von Srebrenica haben mich gebeten, eine Blüte, eine Blume von Srebrenica dem deutschen Verteidigungsminister zu überreichen und ihn einzuladen zum 30. Jahrestag der Gedenkzeremonie in Srebrenica im nächsten Jahr, im Juli. Wir haben auch über weitere Themen gesprochen, die wichtig sind für die Verteidigung von Bosnien-Herzegowina und für die Hilfe, die uns in der nächsten Zeit zuteil wird seitens Deutschlands und auch seitens der Europäischen Union, entsprechend den Möglichkeiten der Mitgliedstaaten. Ich möchte noch einmal mich bedanken. Sofern es Fragen gibt, stehe ich gern zur Verfügung. Vielen Dank. Und dann habe ich das direkt weiter. Gibt es Fragen? Herr Stuchnik. Dankeschön an beide Herren, wenn Sie gestatten. Die erste Frage an Sie, können Sie angesichts der finanziellen Möglichkeiten Ihres Landes und der doch etwas unstabilen Lage ausschließen, dass Sie zukünftig mehr Stabilisierung von Seiten der EU oder der NATO benötigen, im Zweifelsfall auch militärische Stabilisierung, also eine Aufstockung wie so, von sowas wie Euphor-Althea zum Beispiel? Und einem Minister, wenn Sie gestatten, morgen Haushaltsausschuss. Sie haben gesagt, möglicherweise geht da ja noch was. Was sind Ihre Erwartungen, was sind Ihre Hoffnungen bei den Verhandlungen mit dem Parlament? Was Althea anbelangt und Euphor, weiß ich, habe ich häufig Begegnungen mit meinen Kollegen, die wiederum Vertreter und Angehörige in der Euphor-Mission haben. Sofern sich die Situation verschlechtert in Bosnien-Herzegowina, ich hoffe, dass das Mandat verlängert wird, dass die Resolution verlängert wird für eine weitere Präsenz von Althea in Bosnien-Herzegowina. Denn ich denke, nach dem Dayton-Abkommen ist die Alternative, wenn es keine Euphor gibt, dann kommen die NATO-Kräfte, was wiederum Russland nicht entsprechen würde. Ich denke, dass so die Zustimmung gegeben wird. Ja, die Frage zum Haushalt ist ja eine wiederkehrende, eine immer wieder sich stellende, die ich gerne auch so wie immer beantworte. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass es mehr Geld braucht, um nachhaltig und langfristig die Anforderungen zu erfüllen, die Bedrohungslage und Zeitenwende uns stellen. Dabei bleibt es, was die Gespräche mit dem Parlament ergeben. Morgen wird der Haushalt quasi eingebracht, dann laufen die Beratungen bis Ende November oder bis Mitte November. Und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt und an welchen Punkten vielleicht noch etwas mehr geht. Entschuldigung. Aber das sind zum jetzigen Zeitpunkt, wie man so schön sagt, ungelegte Eier.
Ja, Pressekonferenz. Gucken wir nochmal drauf. Marlon Amorjal, Westbalkan-Experte der Deutschen Welle. Gerade diese EU-Mission, die hier gerade angesprochen wurde, bei der ja auch 50 deutsche Bundeswehrsoldaten eingesetzt sind seit 2022. Wie zerstritten ist dieses Land Bosnien-Herzegowina tatsächlich jetzt noch? Das ist ja auch einer der Faktoren, der auch einen EU-Beitritt behindert. Ja, wenn man so ein bisschen auf dieses Land im Detail guckt dann, und nochmal sich vergegenwärtigt, dass vor nächstes Jahr sind es 30 Jahre, der Bürgerkrieg beendet worden ist mit dem Vertrag von Dayton, dann ist ein Staatsgebilde geschaffen worden, was zutiefst dysfunktional ist. Es gibt zwei Landesteile, auf der einen Seite die Republika Srpska, der serbische Landesteil, auf der anderen Seite die Föderation, in denen vor allem den Bosniaken und Kroaten zusammenleben. Und dann gibt es den Gesamtstaat, über 180 Minister in einzelnen Kantonen. Also um sich das mal so ein bisschen zu vergegenwärtigen, da kann man selbst als Experte manchmal so ein bisschen ins Grübeln kommen, an welcher Stelle muss man angreifen, wo sind die politischen Fallstricke. Und diese Dysfunktionalität und die Vorstellung, die in diesen verschiedenen Gruppen der Bevölkerung auseinandergehen, wohin sich Bosnien entwickeln soll, die sorgen dafür, dass beim Thema EU-Integration, aber eben auch bei der Integration innerhalb der Gesellschaft in eine Zukunft erhebliche Schwierigkeiten bestehen. Da ist der internationale Faktor wichtig, auch Deutschland als Partner, aber Sie hatten es gerade gesagt, eben auch die Althea-Mission, also die unter der Europäischen Union geführte Sicherheitstruppe in Bosnien, entstanden schon als SVOR direkt nach dem Bürgerkrieg und dann überführt in die Verantwortung der EU. Ein hoher Repräsentant, nicht zu vergessen, ein Amt, das sozusagen darüber wacht, dass der Dayton-Vertrag eingehalten wird. Jetzt mache ich einen Punkt, das zeigt, wie schwierig die Ausgangslage ist. Und hier hat Pistorius ja einen Punkt gemacht. Er hat gesagt, Deutschland ist ein wichtiger Partner eben auf diesem Weg. Aber der könnte für das Land auch bei dieser Integration dann doch auch noch ein langer sein. Mhm. Bleiben wir gerne dabei. Gestern, meine Damen und Herren, wir haben es hier ja auch live übertragen, der Westbalkan-Gipfel, die Pressekonferenz danach. Und man hat da zwischen den Zeilen ja auch schon gehört, also das wird nicht nächstes Jahr sein, dass dann wirklich eines oder alle sechs Westbalkanstaaten in die EU wirklich kommen würden. Wie lange aus Ihrer Sicht kann es noch dauern und kommen dann Einzelne doch zuerst? Montenegro sagt, man ist am weitesten, oder wird es doch in Paketen gelöst werden, zwei, drei Staaten auf einmal und dann die anderen zwei der drei? Und da sind ja eigentlich die Bedingungen relativ klar. Die Länder müssen natürlich die Voraussetzungen erfüllen. Es gibt 35 Kapitel, die die Europäische Union jeden dieser Länder stellt, von Rechtsstaatlichkeit über Pressefreiheit, Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung etc. Und die müssen natürlich abgearbeitet werden. Und da An vielen dabei hackt es in eigentlich absolut fast allen sechs Ländern. Absolut. Man sagt immer, Montenegro ist am weitesten. Aber wir haben ja vorhin auch beispielsweise den Besuch des nordmazedonischen Außenministers gesehen. Nordmazedonien hat jetzt gerade wieder aktuell einen Streit mit Bulgarien. Da geht es um eine Verfassungsreform, wo also seitens europäischer Partner in der EU blockiert wird. Und zurück zu Bosnien. Bosnien ist quasi im Herzen dieses Westbalkans, ein Land, in dem Russland versucht zu destabilisieren über die Republika Srpska, in dem Serbien auch versucht, seine politische Aspiration auch klarzumachen, auch in der politischen Auseinandersetzung. Und es wurde hier auch Srebrenica erwähnt, der Völkermord. Auch der jährt sich nächstes Jahr, ein wichtiges Datum für das Land. Auch da unterschiedliche Vorstellungen innerhalb Bosniens, wie diese Gräueltat zu bewerten. Es gibt ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs, es ist Völkermord. Aber Sie sehen, es ist hochkomplex. Hier braucht es die Unterstützung auf dem Weg der Integration auch der westlichen, der europäischen Partner. Und so kann man sowohl den Berliner Prozess gestern lesen, der so ein Stück weit die Basis schaffen soll des Zusammenlebens auch der Balkanstaaten, helfen soll, dass junge Menschen sich begegnen, dass man gegenseitig Studienabschlüsse anerkennt, wirtschaftlich zusammenarbeitet. Das zeigt aber auch, der Weg in die EU, der dürfte auch lang sein, auch wenn er schon fast über 20 Jahre für viele dieser Länder dauert. Kurze Abschlussfrage. Ich war selbst immer wieder auf dem Balkan, auch auf dem Westbalkan, alle dort extrem EU-freundlich, sehr deutsch-freundlich. Was passiert, wenn innerhalb der nächsten 5 Jahre keines dieser Länder in die EU kommt? Und dann stimmen die Bürger mit den Füßen ab, soll heißen, die junge Generation, die durchaus auch verzweifelt ist über ihre Entwicklungsmöglichkeiten, die gehen. Und dieser demografische Faktor, der ist spürbar in Bosnien-Herzegowina, aber auch in den anderen 5 Staaten des westlichen Balkans. Dementsprechend müssen die politischen Vertreter Lösungen für ihre Bürger finden. Ansonsten wird man eine überalterte Gesellschaft haben und die Probleme bleiben zurück und ungelöst. Marlon Amorjal, Westbalkan-Experte der Deutschen Welle, danke, dass Sie hier waren im Phoenix-Studio.